Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des FIFA 15 Karrieremodus. Wir sind im Dezember 2016 angekommen und wir dürfen innerhalb von einer Woche, gleich innerhalb von zwei Tagen, zweimal spielen. Am Sonntag gegen Stoke und am Dienstag gegen Liverpool. Zwei Tage dazwischen gefällt mir alles andere als gut, aber schön. Von mir aus können wir das machen. Beide momentan nicht so in der Tabelle ganz weit oben. Auch wenn es mich ja überrascht, dass Liverpool nicht weit oben steht, beziehungsweise relativ weit unten sogar. Mit 11 und 12, also mit 10 und 11, spielen wir jetzt also gegen das exakte Tabellenmittelfeld. Da bin ich mal gespannt. So, Luciano Vietto ist fertig, der Scout-Bericht, 75er Rating. Ich mag Vietto ja gerne, ne, der ist richtig nice in Realität. Mal sehen. Ich habe allgemein ein paar Pläne, aber dazu werde ich noch nicht viel mehr sagen. Ein bisschen Überraschungseffekt wird es in diesem Karrieremodus auf jeden Fall noch geben. So, Morrison wird rausgehen. Wir spielen jetzt erstmal mit einer halben B11. Zumindest einer halben, weil, ne, ist halt ein halb wichtiges Spiel. Also ist schon wichtig, aber halt nur halb. Ach, ihr wisst, was ich meine. So, Barca geht raus. Dafür ist jetzt West drin, Alto Belli, ne? Genau, das heißt, wir brauchen einen starken Sechser. Das heißt, wir nehmen Lennart Adjete. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist Sippel? Ich finde ihn nicht. Wo ist er? Wo ist er? Habe ich den? Ach da. Ich habe nach einer Formkurve nach oben gesucht. Habe ich nicht gefunden. Egal. So, Oxlade-Chamberlain will man wieder von Anfang an spielen. Überraschung, Überraschung. Eigentlich könnte ich auch Abay machen. Nee, wir machen mal Abay für Alto Belli. Reinholz für De Jong. Und dann kann nochmal Dings stehlen hier. Nastasic. Campbell werde ich einwechseln. Alto Belli werde ich einwechseln. Und Geis oder so. Mal sehen. Muss ich mal schauen. Aber so können wir auf jeden Fall, denke ich mal, erstmal reingehen. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie das laufen wird, weil gegen mittelmäßige Teams tue ich mir immer relativ schwer. Nicht, dass es gegen bessere Teams besser wäre, aber mal sehen. Oh, Diego Costa hat Ibra geholt, das heißt, er muss treffen. Gut, dass er spielt. So, ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich. Stoke City zu Gast bei Newcastle United und der Mittelfeldaspirant aus Stoke wollte heute im St. James' Park die Magpies ein bisschen in Straucheln bringen, den ungeschlagenen Tabellenführer vielleicht mal ein bisschen kitzeln, sodass das Ganze hier ja ein Duell nicht nur zwischen den beiden Torhütern werden sollte, die ja vor der Saison getauscht wurden, sondern auch zwischen Tabellenführer und einem direkten Konkurrenten. Das ist natürlich normalerweise ein relativer Witz, allerdings hatte der Trainer von Stoke genau das angekündigt, man wollte hier gewinnen und das natürlich mit Hilfe von Kevin Trapp, der vor der Saison, wie gesagt, im Tausch für Asmir Begovic zusammen noch mit 9 Millionen, die bezahlt wurden, zu den Potters gegangen. War Begovic, der Bosnier, im Gegenzug zu Newcastle gekommen, stand natürlich in der Startelf vor Janmaat, Nastasic, Laporte, Kurzawa, Sippel, Abay in der Startelf, ebenfalls auf der 6, Oxlade-Chamberlain, Niang, Ibrahimovic und Jan Reinholz im Sturm als kleines Duo da vorne. Ja, es war ein bisschen auffällig, es war eine relative B11, denn Newcastle mit zwei Spielen in zwei Tagen und das Spiel gegen Liverpool wurde ein bisschen höher gestellt, obwohl die Tabellensituation relativ ausgeglichen war zwischen Stoke und Liverpool. Trapp, Cameron, Reed, Wilson, Muniesa, Huddlestone, Sonzi, Bojan, Arnautovic, Ireland und Defoe in der Startelf bei den Potters auf der Bank. Immerhin noch Spieler wie Berahino oder auch Mamdjouf, also offensives Potenzial und das wollte man ja bekanntlich ausschöpfen. Die erste Aktion jedoch auf Seiten von Newcastle. Es war ein kleines Duell, auch Fernduell zwischen Diego Costa und Ibrahimovic. Reinholz aber mit dem ersten Schuss, ja, abgewehrt von Kevin Trapp ohne Probleme gegen seinen deutschen Landsmann. Ibrahimovic bisher mit 12 Saisontreffern, Diego Costa hat überholt mit 13 und deswegen wollte der Schwede hier antworten. Bekam den Ball von Reinholz und dann geht die Post ab mit dem Ball auf Oxlade-Chamberlain. Er läuft sich frei, wunderbar in die Lücke. Und ja, dann der Fehler von der Verteidigung. Gewusel im 16er, Ibrahimovic scheitert, dann Trapp, Ibrahimovic nochmal 1:0. 19. Spielminute, der Führungstreffer durch den Schweden. Und der zieht gleich mit dem Spanier Diego Costa. Ja, 13. Saisontor für Zlatan Ibrahimovic in seiner ersten Premier League-Saison. Das war ganz, ganz schlecht verteidigt von Winston Reid. Und naja, kann man dann im Endeffekt Trapp keinen Vorwurf machen, dass er diesen Ball nicht hält. Das war absolut unhaltbar. Wilson hatte da auch noch seinen Anteil dran. Und Stoke versuchte zurückzukommen. Die wachten danach auf, bis dazu nichts gesehen in der Offensive. Dann Doppelpass von Sonzi und TV und Muniesa versucht es mal am Tor von Begovic vorbei. Keine riesige Chance, aber zumindest mal ein Hallo-Wach-Effekt jetzt bei Stoke City zu spüren. Sie ärgerten sich aber darüber, dass die Chance vergeben wurde und das vollkommen zu Recht, denn sie kamen nicht mehr so wirklich nach vorne vor das Tor von Asmir Begovic. Sehr, sehr gutes Verteidigungsspiel von Newcastle United und offensiv hatten sie mehr Potenzial. Hier Oxlade-Chamberlain geht über außen und macht das dann gut mit der Flanke in die Mitte von Abay. Da ist Ibrahimovic rausgeköpft und das war es von der ersten Halbzeit. Es blieb beim 1:0. Die Führung natürlich verdient für die Magpies. Allerdings nichts Großartiges bisher geschehen. Die Fans nicht sonderlich unterhalten. In der zweiten Halbzeit musste das besser werden. Zumindest, wenn man die drei Punkte halten wollte. Beziehungsweise, wenn man drei Punkte erhalten wollte, wie es Stoke ja tun wollte. Ein Rückstand gegen Newcastle aufholen, sehr, sehr schwierig. Zumal sie ja auswärts spielten. Aber wir schauen einfach mal rein in den zweiten Durchgang. Erste Szene wieder. Ja, durch die Kooperation von Reinholz und Ibrahimovic nach knapp 10 gespielten Minuten im zweiten Durchgang. Geht Reinholz mal über außen. Da kommt der Ball auf Ibrahimovic.
Ibrahimovic und der denkt sich, ich team ab aus 25 Metern, der erste ansatzweise gefährliche Torschuss im zweiten Durchgang. Und danach wurde gewechselt, Reinholz ging raus, genauso wie Leonard Adjetey-Sibbel, von dem man gar nichts gesehen hatte. Defensiv hat er aber gut gestanden. Und ja, Campbell und natürlich auch Altobelli, der Italiener, kamen in die Partie und die sollten für mehr Offensivdrang sorgen, für mehr offensive Aktion. Taten sie das? Mehr oder weniger. Schauen wir uns die nächste Aktion an. Der Ball kommt nach vorne von Ibrahimovic und der spielt den Ball nach außen auf den Bayern Young. Der setzt sich da durch gegen Cameron, aber das Ding ist, es war ungefährlich. Hier sieht man es wieder. Schlechter Pass vom Franzosen. Und auch der Einwurf wird jetzt gleich nochmal zeigen, wie schwach das Ganze war. Juff kam dann übrigens in die Partie für Jermaine Defoe. Allerdings, naja, die Offensivaktion vor allem bei Newcastle waren jetzt ideenlos. Ibrahimovic versucht hier mal mit dem Ball auf Altobelli, aber der verspielt den dann leichtfertig gegen Zonzi. Und sowas rächt sich normalerweise. Altobelli wollte aber zeigen, dass er es besser kann. Die Flanke auf Ibrahimovic wird geklärt. Aber Janmaat kann das Ganze nochmal heiß machen auf Oxlade-Chamberlain. Der setzt sich wunderbar dadurch gegen den Spanier Muniesa und sieht im Rückraum den Italiener. Und der Italiener, der kann besser schießen. Das zeigt er hier auch, aber wieder ist Trapp da und kann den Ball halten. Und jetzt war es ein Spiel auf ein Tor und dann kam Ibrahimovic. Er erobert sich den Ball gegen Ireland. Der Ball kommt auf den eingewechselten Campbell, der mit links und wieder ist es Trapp. Der Deutsche mit einer klasse Leistung in der heutigen Partie, fehlerlos bis zu diesem Zeitpunkt. Und dann kamen sie einmal nach vorne. Das Wunder von Newcastle. Der Ball auf Edu und Edu legt den Ball nochmal in den Rückraum zu und Zonzi und der Pfosten rettet und jetzt schwamm Newcastle, denn plötzlich hatte Stoke Bock Tore zu schießen und sie spielten weiter nach vorne. Wieder ein Zonzi, Doppelpack mit ja, Cameron, der Ball kommt auf Stephen Ireland und der sieht Bojan und jetzt kommt Nastasic mit dem Pressschlag, da ist Wilson und es steht 1:1, 87. Minute, vollkommen überraschend der Ausgleichstreffer für Stoke City, das hatte niemand mehr hier im Stadion erwartet, weder die Auswärtsfans noch wahrscheinlich die Stoke-Spieler, glücklicher Pressschlag da von Bojan mit Nastasic. Und das kostet im Endeffekt Newcastle die 3 Punkte, 2 Punkte weniger. Nur einer für die Magpies in dieser Partie. Sie schenken Stoke City einen Punkt, der wichtig ist für die Mittelfeldaspiranten und schlecht für Newcastle, denn so können sie ihre Führung nicht ausbauen. Natürlich immer noch ungeschlagen, aber sowas darf nicht passieren. Zuallererst mal habe ich eine Fliege in meinem Zimmer. Das nervt mich gerade tierisch, weil die hier die ganze Zeit vor meiner Nase lang fliegt im Sturzflug und mich immer wieder zu Tode erschreckt. Und dann kommt ein so ein Ball durch die Verteidigung, ne? Und die machen sofort das Tor. So, das ist natürlich jetzt extrem blöd gelaufen. Ja, Haidara ist unzufrieden, aber der soll ja auch wechseln. Ne? Das ist ja nicht nur mein Bestreben. So, Liverpool als nächster Gegner. Eieiei. Das wird auch wieder sehr interessant werden. Reinholz geht raus. Natürlich wird Ben Yedder in der Startelf stehen, das ist gar keine Frage. Aber ich glaube, ich packe auch die... Ja, nee. Ja, okay, Ibrahimovic ist... ich weiß nicht. Ja, vielleicht De Jong. Oder ich packe da wirklich Campbell rein. Ja, gegen Liverpool packe ich, glaube ich, erstmal De Jong rein. Ibrahimovic wird gar nicht im Kader stehen. Haidara kann von mir aus mal für Kosawa spielen, der mal wieder eine grandiose Form hat. Sané wird spielen. Innenverteidigung. Das ist jetzt relativ schwierig. Sippel könnte da spielen. Ist aber auch nicht gerade fit. Geis auf der 6 zusammen mit Bark. Kann der Innenverteidiger... Nee, kann er nicht. Scheiße. Kann Smith Innenverteidiger? Ja, ne? Ja, aber, dann können die auch Jamie? Nee. Wie heißt der nochmal? Jamie Lascelles? Ich weiß nicht, wie er heißt. Lascelles spielen lassen. Yang Gambiva würde ich nicht gerne spielen lassen. Machen wir es so. Janmaat kann bleiben. Ihr habt zwar gesagt, ich soll den mal irgendwie demnächst ersetzen, weil der so oft spielt, aber ich verstehe, was ihr wollt. Ja, doch, der kann das. Der hat genug Ausdauer dafür. Morris nehme ich mal mit für Niang. Da haben wir schon mal 2, 3 Auswechselspieler. Sechser, ja. Sippel ist halt kritisch. Vielleicht lassen wir Morrison spielen und nehmen dafür lieber einen anderen Wechselspieler mit. Nee, Stindl haben wir ja noch. Quatsch, Stindl haben wir ja noch. Dann machen wir Stindl für Morrison. Gut, dann haben wir eine relativ starke Elf eigentlich zusammen. Die Defensive ist ein bisschen kritisch, aber die ist ja sowieso bei mir immer kritisch. Von daher passt das schon. Dann gehen wir jetzt mal ein Spielchen rein, würde ich sagen. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Kracher gegen Liverpool an der Anfield Road. Und bis gleich. Die Anfield Road war in den letzten Jahren eine Festung gewesen von Liverpool. Dieses Jahr war es bisher alles andere als eine Festung. Ja, eher ein Gasthaus, in dem die Teams hausieren durften und ihre Punkte mitnehmen durften. Mit nach Hause Liverpool die Saison bisher erschreckend schwach und Newcastle erschreckend stark an der Tabellenspitze, immer noch ungeschlagen. Und die Red Devils wollten genau das heute ändern, wollten verhindern, dass man sich weiter oben festsetzte. Und das mit einer Startaufstellung, die sich gewaschen hatte. Vidal beispielsweise mit von der Partie. Und allgemein nahm er mittlerweile Newcastle deutlich ernster als in den Vorjahren.
Jan Begovic auf der einen Seite im Tor, auf der anderen Seite Jones im Tor. Das ist die Überraschung bei Liverpool. Die restliche Aufstellung wie gewohnt. McLaughlin, Touré und Lovren in der Innenverteidigung. José Enrique auf links. Vidal und Matuidi auf der Doppel-6. Davor Sterling, Asaidi, Coutinho und Iago Aspas im Sturm. Auch im Sturm verzichtete man auf Daniel Sturridge. Im Tor auf Mignolet. Das heißt, diese beiden Stammspieler nicht mit von der Partie. Ansonsten waren alle vollzählig dabei. Die Fans natürlich wieder You'll Never Walk Alone am Singen. Und bei Newcastle Begovic, Jan Martles, Kell und Sané in der Innenverteidigung. Ein überraschendes Duo. Haidara auf links, Stindl und Geis auf der Doppel-6. Vorne Cabella, Ben Arfa, De Jong und Wissam Ben Yedder in der Sturmspitze. Also eine sehr, sehr starke Elf. Und mit der wollte man hier bestehen gegen Liverpool. Und die erste Szene ging auch aufs Konto von Newcastle United. Der erschreckend schwache Liverpooler in den ersten paar Minuten. Dann Jan Mart über außen und der Ball im Aus. Und naja, der kann sehr, sehr lange Einwürfe. Und das will der direkt unter Beweis stellen. Cabella läuft da in die Mitte, der erkennt das Zeichen. Ja, der Ball kommt auch auf den Franzosen und der mit dem Kopfball, der wird gefährlich und ja, fliegt im Endeffekt aufs Dach des Tores von Jones, dem Australier. Im Endeffekt nicht so mega gefährlich, diese Szene, aber trotzdem war das knapper, als es zunächst aussah und das war das Wachrufzeichen für Liverpool, die jetzt versuchten weiter nach vorne zu spielen, allerdings eher mit Fehlern in der Defensive auffällig waren. Fehler hier von Vidal gegen Ben Yedder, der macht das dann gut, geht in den 16er rein, der Schuss und Jones ist da mit dem rechten Fuß, kann da verhindern, dass es 1-0 steht, aber sie wackelten hinten und nach vorne ging nicht viel bei Liverpool. Hier mal der Ball in die Mitte gespielt, der Schuss und der wäre Danebengang von Iago Aspas. Trotzdem greift Begovic da lieber ein, macht er auch gut, der Bosnier hier sehr solide hinten drin. Es war eher das Spiel der Defensive von Newcastle und vor allem von Les Kell sehr auffällig, der Engländer hier, wie er den Ball von Sterling klaut und auch in der nächsten Situation gegen Asaidi mehr als nur gut. Der junge Engländer hier mit einer klasse Leistung bis zu diesem Zeitpunkt. Auf der anderen Seite hatte vor allem Newcastle Chancen, wenn es über Ben Arfa ging. Der mit einer starken Partie heute packt die Trickkiste aus und spielt den Ball auf Haidara. Haidara dann mit der guten Idee, die Flanke in die Mitte und da steht De Jong. Der Ball knapp am Tor vorbei. Es bleibt beim 0-0, aber die großen Chancen gab es nur auf Seite von Newcastle. Liverpool viel zu unauffällig in der Offensive und das ging weiter bis zur Halbzeit. Stindl mit dem Ball auf Cabella auf Außen. Der Schuss ist da und wieder ist es Jones, der den Ball hält. Es gibt Eckball. Der Franzose einfach nicht torgefährlich genug in dieser Situation. Nicht kaltschnäuzig genug, um den Australier zu überwinden, der eine gute Partie machte. Er der Beste auf dem Platz bei Liverpool, die in der Offensive vor allem komplett unauffällig waren. Die anschließende Ecke wird reingebracht. Natürlich von wem sonst als vom deutschen Sechser Geis. Und er kann normalerweise gute Ecken in die Mitte bringen. Und wir sehen, da sind einige Leute, die versammelt, die kopfballstark sind. Beispielsweise Salif Sané. Auf den kommt der Ball allerdings rausgeköpft. Doch da steht Cabella direkt an die Latte. Sehr, sehr bitter der Situation. Kann man nichts machen. Es bleibt bei 0-0. Und damit ging es dann auch in die Halbzeit. Erschreckend schwach, wie Liverpool hier auftrat. Und bitter für Newcastle, dass es noch 0-0 stand. Denn sowas rächt sie normalerweise. In den letzten paar Spielen immer wieder nur knapp gewonnen. Und gerade gegen Stoke letzte Woche sehr, sehr bitter noch den Ausgleich kassiert in der 86. Spielminute. Das sollte heute anders kommen. Allerdings wollte auch Liverpool reagieren, brachte Daniel Sturridge für Iago Aspas in die Partie und auf der anderen Seite wurde auch gewechselt nach knapp 51 Minuten. De Jong ging raus und dafür kam der junge Adam Campbell im letzten Spiel immer als Edeljoker bekannt und der hatte auch gleich seine erste gute Aktion in Halbzeit 2. Direkt nach seiner Einwechslung kriegt er den Ball und der ist extrem schnell, setzt sich durch gegen die Verteidigung. Fehler von Kolo Touré und der Schuss von Campbell geht vorbei am Tor. Trotzdem die nächste offensiv gefährliche Aktion und Liverpool reagierte direkt wieder, brachte Steven Gerrard für Arturo Vidal. Man wollte nach vorne mehr spielen, man wollte mehr Offensivakzente setzen. Das gelang allerdings nur sehr, sehr mäßig, muss man ganz ehrlich sagen. Bisher absolut keine Gefahr. Die Ecke von Stindl kommt dann. Geschlagen auf außen, da steht Haidara, spielt den Ball zurück auf Cabella und der versucht mit dem Schuss, der dreht sich ein bisschen, geht aber am Tor vorbei und die Bank mittlerweile sogar verzweifelte langsam. Oxlade-Chamberlain und Morrison sehen wir hier, die konnten nicht glauben, dass es noch 0-0 stand und dann kam die größte Chance von Liverpool bisher, dieser Pass und der Ball auf Campbell und der ist wie gesagt schnell, der ist auch eigensinnig, aber der ist schnell genug, um eigensinnig zu sein. Der Ball kommt auf Stindl, Stindl versucht den Ball nach außen zu spielen auf Coman und diese Flanke wird extrem gefährlich für das Tor von Jones, der wäre fast reingegangen, trotz Ideen sehr viel Torgefahr bei Newcastle United und Liverpool reagierte weiter, brachte dann auch noch Henderson für Coutinho und der spielte tatsächlich mal nach vorne. Die beste Aktion in der bisherigen Partie bzw. in Halbzeit 2 von Liverpool, diese Flanke auf Asaidi, die nicht gefährlich wird und der Ball kann nach vorne gespielt werden von Stindl und zwar auf Adam Campbell. Und wie gesagt, der ist sehr eigensinnig und sehr schnell. Teilweise ist das gut, teilweise schlecht, in der Situation ist es gut, setzt sich durch Touré mit dem Fehler, wieder ist Campbell da, es steht 1-0. Newcastle führt gegen Liverpool und wie schlecht war das
Doppelpass verteidigt vom ivorischen Bruder, vom Zwillingsbruder kann man nicht sagen, denn definitiv ist er nicht so gut wie Yaya Touré, aber wieder der Fehler von Kolo Touré und er schenkt Newcastle das 1-0. Campbell ist eiskalt und zeigt wieder seine Joker-Qualitäten und Liverpool versuchte erst in der Schlussphase nochmal alles nach vorne zu werfen. Die Flanke wird abgefangen von Begovic und der spielt den Ball nach vorne auf Kingsley Coman, der mit dem Fehler auf Henderson, vielleicht macht der es ja nochmal gefährlich. Sterling, es wäre unverdient, aber vielleicht kommt die Chance nochmal. Assai, die gegen zwei, gegen Haidara da außen und Morrison, die Flanke auf Lovren, der Innenverteidiger mit aufgerückt, will ablegen auf Henderson, macht das auch gut. Henderson auf Matuidi und der Fehler und dann kann der Ball geklärt werden. Konterchance über Campbell und der spielt den Ball nach vorne auf Ben Yedder. Ben Yedder geht alleine auf Touré zu, der ist diesmal da, kann den Ball abwehren und wieder auf Henderson. Letzte Minute der Nachspielzeit, nochmal die Chance eventuell. Der Ball kommt auf Daniel Sturridge. Und das ist ein Armutszeugnis. Der Engländer mit einem katastrophalen Fehlpass. Und das war's. Liverpool erschreckend schwach. Und dementsprechend verdiente 3 Punkte für Newcastle. Ja, das hat nichts mit Spitzenteam zu tun. Das ist Mittelmaß bei Liverpool. Ich weiß jetzt, warum Liverpool da steht, wo sie stehen. Und zwar, weil sie absolut torungefährlich sind. Die hatten eine vernünftige Chance. Sie sind absolut nicht nach vorne gekommen. Ne? Das ist echt relativ traurig. Und defensiv waren sie jetzt auch nicht so bockstark. Und dafür, dass wir mit einer relativen B-Elf gespielt haben, war das wirklich eine starke Leistung. Ein guter Sieg. Ein guter Sieg. So, Anthony Lopez läuft aus. Vielleicht als B-Torwart, ne? Wenn er ausläuft, wer weiß. Gregory Serte, den haben wir privat geholt in den Karrieremodus mit Köln. Payet wäre interessant, weil er Franzose ist. Der könnte so ein Ben Arfa-Ersatz sein, eventuell. Costil läuft auch aus. Es sind alles so sehr interessante Spieler an sich. Mal sehen, was wir da noch machen werden. Übrigens habt ihr geschrieben, ich soll sowohl kostenlose Spieler kaufen, als auch nicht kostenlose Spieler, also Spieler, die was kosten halt. Weil die Mische macht's. Also ihr habt nicht offiziell gesagt, die Mische macht's, aber ja, das ist gerade so, was ich mir dabei denke. Übrigens, wenn ihr euch jetzt wundert, warum geht da noch ein Spiel weiter? Ja, ich habe gerade beschlossen, wir machen eine Special-Episode 3 Spiele. Kann man ja mal machen. So, auf Southampton geht's zu. Und wir gucken uns einmal so an, wie sieht's aus mit den Spieler, mit unseren Marktwerten hier. 27 Millionen ist Cabella der höchste, dann haben wir Laporte, der hat 86, ist 22, das ist so krank. Janmar, Zane, Niang hat nur 7,5 Millionen, aber der geht noch hoch. Und wir haben auf jeden Fall sehr viele gute Spieler. Ich glaube, ich werde im Winter sogar mal ausmisten halbwegs. Nein, nicht ausmisten. Falsch, hört sich falsch an. Egal, so, Rücktritt Nationalelf. Ach, ich bin ja noch Nationaltrainer, ne? Stimmt, ja, was haben wir für Jobangebote, wenn wir gerade mal dabei sind? Können wir mal gucken. Gibt's da was Interessantes? Arsenal, Manchester, Milan wäre natürlich nice, ne? Milan wäre schon geil. Nee, aber wir sind weiterhin bei Newcastle. Dass ich da wirklich überlegen musste, ne? Das ist ganz schön traurig. Egal, so, Coman hat jetzt auch eine Form nach unten, das ist wunderbar, genauso wollte ich das haben. Niang kommt mal wieder rein, Reinholz kommt auf die Bank für Coman, Morrison geht runter für Nastasic, Sippel kommt auf die Bank für wen? Lascell, genau, und dann geht hier Laporte hin. Ibrahimovic kommt rein für De Jong. De Jong kommt aber auf die Bank und zwar für Oxlade. Obwohl, der hat sich gut geschlagen eigentlich. Können wir so nicht machen, aber jetzt haben wir viel zu viele. Abay, auch wenn er mir gefällt. Muss ich ganz ehrlich sagen, spielt nicht schlecht. So, gut. Packen wir ihn noch raus, packen dafür wieder Kurzawa hin. Ich weiß, der ist nicht gut in Form, aber wir müssen ihn ja wieder hochziehen. Und das werden wir jetzt tun. Und ja, ich würde sagen, gehen wir mal ins dritte Spiel für diese Episode. Ich hoffe, ihr freut euch darüber. Wenn ja, lasst mal einen Daumen nach oben da. Würde mich darüber freuen. Und ich wünsche euch viel Spaß. Und bis gleich. Im St. Mary Stadium wollten die Geheiligten heute einen Sieg einfahren gegen die Magpies. Das war langsam mal nötig, der Newcastle immer noch ungeschlagen und das konnte so natürlich nicht mehr weitergehen. Deswegen war Southampton heute an der Reihe, es zu versuchen, die Magpies vom Thron zu stürzen und damit die Männer aus Newcastle erstmals wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzubringen. Auch wenn die Tatsachen momentan eher dafür sprachen, dass Newcastle immer weiter ungeschlagen weiterspielen durfte. Auch heute wollten sie diese Serie natürlich fortsetzen mit Ibrahimovic wieder in der Startelf, nachdem er zuletzt nicht gespielt hatte gegen Liverpool, wo es auch knapp zum Sieg gereicht hat. Und naja, was soll man sagen?
Newcastle natürlich mit der besseren Elf, aber auch bei Southampton starke Spieler, Jakubovic im Tor, Klein, Yoshida und Gardos zusammen mit Bertrand in der Verteidigung, Wanyama, Davis, Reed, Tadic, Rodriguez und Mayuka in der Sturmspitze, also ein starkes Team mit guten Spielern auf der Bank, sollte es reichen für die Elf von Newcastle, auf dem Papier definitiv nicht, auch die Quoten standen besser für die Magpies, und wenn man sich die Elf mal anguckt, dann sieht man auch, warum das so war, Begovic, Jan Marzane, Laporte, Kurzawa, Stindl, Geis, Kabeja, Niang, Ibrahimovic und Ben Yedda bei den Magpies von Anfang an mit dabei und allein die Bank, das Potenzial, was darauf noch saß, das war wirklich sehr, sehr beeindruckend. Chaik Diote auf der Bank nur bei Southampton, der ehemalige Magpie, wollte nicht spielen gegen seinen ehemaligen Verein. Allerdings war das zunächst auch gar nicht nötig. Tadic hier mit der ersten Szene auf Mayuka, der auf Rodriguez und Weltklasse-Reflex direkt nach 6 gespielten Minuten von Asmi Begovic. Das war die erste gefährliche Aktion und sie war noch nicht vorbei. Man kann die Anfangsphase durchlaufen lassen. Tadic nochmal und Sané und Stindl, die beiden ehemaligen Hannover 96er, können die Situation dann klären und den Gegenangriff einleiten, denn dieser konnte auch gleich die erste Gefahr bürgen, denn der Ball kommt auf Kabeja und der sieht seinen Landsmann da laufen. Der sieht nämlich, ja, Ben Yedda, aber der Kopfball kommt eher noch, ja, von Nathaniel Klein, deswegen kein Problem für Jakubovic. Allerdings leitet der direkt wieder den Gegenangriff ein und Geis verliert im Mittelfeld das Kopfballduell gegen Mayuka. Der Ball kommt wieder auf Dusan Tadic nach dem Fehler von Sané und der, naja, ist erstmal eigensinnig, macht das dann aber gut, legt zurück auf den Kenianer Wanyama. Spielt den Ball in die Sturmspitze zu Reed, der raus auf Davis. Da kommt Niang, aber der kann sich nicht so wirklich behaupten gegen Davis. Die Flanke kommt in die Mitte, da ist Reed mit dem Kopfball und wieder ist Begovic sicher, kann diesen Ball halten und leitet direkt wieder den Gegenangriff ein. Ein munteres Hin und Her in den ersten paar Minuten, die Fans wurden gut unterhalten. Ibrahimovic wunderbar mit der Hacke auf Wissam Ben Yedda und der will auch mit der Hacke spielen, macht das auch auf Lars Stindl. Der legt raus wieder auf den Schweden und der sieht, ja, Remy Kabeja, der sieht außen die Möglichkeit zu flanken, macht das auch und in der Mitte steht Ibrahimovic. Das wird gefährlich, das wird ganz gefährlich. Es bleibt beim 0:0, der Ball an die Unterkante der Latte und klar vor der Linie aufgeprallt. Aber da sah man, was das hier für eine Partie werden sollte. Sehr, sehr spannend. Rodriguez mit der nächsten Szene geht in den 16er hinein, macht das gut, die Flanke auf Tadic. Eieiei, das war ganz schön knapp. Newcastle schwamm in einigen Situationen, aber langsam entwickelte sich das Ganze zum Privatduell zwischen Jakubovic und Ibrahimovic und der wollte direkt zeigen, warum das Ganze so ist. Der Schwede wieder auf dem Weg in den 16er, der Schuss mit links und der Pfosten zum zweiten Mal in der Partie. Aluminiumglück für die Geheiligten, für die Sands, aber weiter versuchte es bisher nur Ibrahimovic. Hier mit dem schönen Ball auf Ben Yedda, der scheitert, aber der Ball kommt wieder auf Ibrahimovic aus der Drehung und Jakubovic ist wieder da. Das war wirklich ein Privatduell zwischen diesen beiden Klasse-Spielern und bisher hat sich Jakubovic gewonnen, denn es ging mit einem 0:0 in die Halbzeit. Die Saints konnten offensiv zwar Gefahr erzeugen in den ersten paar Minuten, danach aber relativ ungefährlich und harmlos und Newcastle wurde immer, immer stärker und spielte sich offensiv in einen Rausch und wenn sie das tun, dann sind sie besonders gefährlich und in der zweiten Halbzeit wollten sie natürlich direkt damit weitermachen. Wir gehen in die erste Aktion und das ist natürlich wieder mal Ben Yedda mit der Flanke auf, richtig, Ibrahimovic, da ist dann Gardos und kann den Ball noch klären, Stindl mit dem direkten Volley-Nachschuss am Tor vorbei, aber das war direkt wieder die Gefahr durch den Schweden und Jakubovic hätte nicht eingreifen können. TOT kam dann tatsächlich doch zum, ja, Comeback quasi gegen seinen Ex-Verein. Graziano Pelé wurde auch noch eingewechselt. Also Offensivpotenzial bei, ja, Southampton neu auf dem Platz und auch Newcastle wechselte direkt danach für Wissam Ben Yedda, der auffällig, aber nicht erfolgreich war, kam Adam Campbell, der Edeljoker, in die Partie. In den letzten Partien immer genetzt, immer gefährlich gewesen und das wollte er auch heute wieder zeigen gegen die Geheiligten. Ein paar Minuten später, der Ball kommt erstmals, na, wieder nach vorne auf Kabeja, der gegen Bertrand zum ersten wird gefoult und Bertrand gleich nochmal mit dem Foul. Und dafür gibt es vollkommen zu Recht die gelbe Karte vom Referee. Das war eine viel zu harte Aktion vom englischen Linksverteidiger. Kabeja beschwert sich da vollkommen zu Recht. Gleich 2,5 Sekunden so einsteigen. Das muss mit Gelb geahndet werden. Wird es auch. Und dementsprechend gibt es aus dem Halbfeld heraus eine Freistoßchance für Newcastle. Den macht man natürlich nicht direkt, sondern Jan Maat wird den in die Mitte bringen. Und in der Mitte steht ein kopfballgefährlicher Spieler. Und zwar Ibrahimovic. Was für ein Weltklasse-Reflex da von Jakubovic, dem ehemaligen, ja, nicht Torwart von Hull City, sondern Ersatztorwart von Hull City. Unfassbar, wenn man solche Paraden sieht, dass Hull diesen Spieler nicht spielen lassen hat, kann sich wohl niemand erklären. Ibrahimovic mit dem starken Kopfball und die Ecke von Geis kommt ebenfalls wieder auf den Kopf des Schweden, der ja auch serbische Wurzeln hat, aber gegen seinen Landsmann war kein Kraut gewachsen und es ging weiter mit Offensivaktion von Newcastle. Die wollten hier den Sieg und dann kam mal jemand anders als Ibrahimovic. Vielleicht klappt es ja bei dem Kurzawa. Knapp am Tor vorbei. Ja, da wäre Jakubovic wohl chancenlos gewesen, aber der Franzose verpasst das Tor knapp und weiterhin sind der Meister und seine Untertanen ohne Tor. Allerdings kam dann der geniale Moment
arbeitet Ibrahimovic. Der Pass auf Campbell und der ist schnell. Geht in den 16er hinein. Springt über die Grätsche von Gardos. Maya Yoshida kommt angelaufen. Und das gibt den Elfmeter in der 84. Spielminute. Und das vollkommen zurecht. Yoshida viel zu ungestüm in diesen Zweikampf hineingegangen gegen den jungen Engländer. Und der hat natürlich das Tempo aufgebaut. Läuft dann rein in den Japaner. Und das ist vollkommen zurecht, dieser Elfmeter. Und die Riesenchance jetzt, die Yoshida da Ibrahimovic ermöglicht, der natürlich der Elfmeterschütze bei Newcastle ist. Hier endet dieses Privatduell eventuell für sich zu entscheiden, denn er ist ein sicherer Schütze und Jakupovic ist nicht unbedingt als Elfmeterkiller bekannt. Wir schauen uns an, wie das Ganze gelaufen ist. Ibrahimovic erneut gegen Alan Jakupovic. Wie wird es ausgehen? Sieg für die Magpies oder unentschieden für Southampton? Sieg für die Magpies. 86. Minute, so sieht es momentan aus. Ibrahimovic schafft es tatsächlich mit seinem 14. Saisontreffer, die Magpies in Führung zu bringen und das war natürlich vollkommen verdient. Viel zu ineffektiv bisher gewesen, aber ja, auf der anderen Seite Southampton viel zu ungefährlich in der Offensive und dementsprechend verdient dieser Führungstreffer durch den Schweden mit serbischer Abstammung und naja, jetzt wollte Newcastle mehr und sie liefen in einen Konter von Southampton über Bertrand und der macht das gut und die Flanke kommt in die Mitte und da steht Pelé. Eieiei, das war nochmal knapp. Zum Glück nicht der brasilianische, der hat den wohl gemacht, aber der italienische verfehlt hier das Tor und es war die letzte Chance der Partie. Newcastle gewinnt vollkommen verdient nach einer großartigen Leistung von Ibrahimovic gegen einen großartigen Jakupovic mit 1:0 im St. Mary's Stadium gegen die Saints, gegen Southampton und bleibt weiter in der Tabellenspitze und weiterhin ungeschlagen. Southampton muss sich vorwerfen lassen, dass sie offensiv zu wenig investiert haben. Defensiv standen sie lang genug gut, das auch nur aufgrund Jakupovic, aber im Endeffekt hat es wieder nicht gereicht für einen Punkt. Europapokal, Vier-Schanzen-Tournee, wir sind von der Champions League, aber das ist mir egal. Achtung, ich könnte zwei Spieler verlieren. Ach ja, Zlatan läuft ja aus. Ich hätte ihn gerne noch 2 Jahre an mich gebunden, um ehrlich zu sein. So, Gouffran, ja, hier, yeah. 1 Jahr, wichtiger Stammspieler. Ja, ist halt gelogen, ne, aber von mir aus. Ja, so. Ich werde ab jetzt in jeder Episode... Okay, egal. Ich werde jetzt in jeder Episode 3 Spiele machen. Ja, das ist für die, die den Karrieremodus feiern, eine sehr gute Nachricht, hoffe ich. Ich hoffe, ihr freut euch darauf. Ich hoffe, dass wir so ja noch mehr Spaß haben können. Ich weiß noch nicht, wie lange ich das durchhalten werde, weil das halt noch mehr Arbeit, ne? Aber Bock habe ich und ja... Diese Episode ist ja immer beendet. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst doch einen Daumen nach oben, da würde ich mich sehr darüber freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen ganz, ganz wunderschönen Tag. Und ja, bis dann. Haut rein. Ich habe mich gerade echt fast nochmal versprochen, ey. Das gibt's gar nicht. Und ciao.